Das aktuelle Spiel der Woche, powered by Autohaus Budde, Servicepartner für Audi, Volkswagen und Volkswagen-Nutzfahrzeuge in Steinfurt. Ihr Team freundlicher Fachleute für innovative Elektromobilität, persönliche Beratung, individuelle Betreuung und höchste Servicequalität Autohaus Budde. Und von Arning Bauunternehmen aus Steinfurt, seit fast 9 Jahrzehnten Ihr zuverlässiger Partner für alle Arten von Bauprojekten. Gestalte deine Zukunft in der Arning Bauunternehmung und komm in unser Team. Arning, wir bauen leidenschaftlich gerne. Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zum aktuellen Heimspiel Spiel der Woche. Booster-Info und Fußball vertragen sich manchmal nicht ganz so optimal, deswegen dieses Video leider etwas zeitverzögert. Es ist Derby-Zeit in der Bezirksliga Westfalen, Staffel 12. Heute mit dabei als Gastgeber der SV Burg Steinfurt, Tabellenzweiter der Bezirksliga 12 mit 41 zu 22 Toren und 30 Punkten. Als Gegner der Borkoster Fußballclub, ein Zusammenschluss aus den beiden Vereinen Preußen-Borkost und SV Wilmsberg, derzeit mit 29 zu 28 Toren und 26 Punkten auf Platz 5 liegt. Und damit willkommen in Burg Steinfurt vor Erbanstadion. Kunstrasen und Flutlicht waren angesagt und trotz Sprudelwetter lockte das Derby zwischen Steinfurt und Burgos in dieser Saison wieder zahlreiche Zuschauer an. Zu Recht, denn auch im Spiel der Woche hatten wir schon tolle Momente mit diesem Derby. Wie ein kleiner Rückblick ins Jahr 2018, Burg Steinfurt gegen Wilmsberg damals, Emotionen und tolle Tore. Mit der Freigabe, Bredek schaut kurz, läuft an, Schuss und durch die Mauer und hinein ins Tor. 1:0 Wilmsberg. Ricardo Manuel Bredek erzielte hier per direktverwandten Freistoß mit seinem dritten Saisontreffer. Jetzt Bredek am Ball, Flanke in die Mitte und dann Tor! 2:0 für den SV Wilmsberg und ein richtig geiles Tor vom eingewechselten Daniel Groll. Ja, und auf solche Momente, darauf hoffen wir natürlich auch in der Neuauflage 2021. Zur Tabellenkonstellation. Die Burg Steinfurter waren obendran am Spitzenreiter. 2 Punkte trennten sie von Albachten. Burgkost in Lauerstellung auf Platz 5. Mit einem Sieg könnten die Gäste bis auf einen Punkt an den SVB herankommen. Geleitet wurde dieses erste Steinfurter Derby nach dem Zusammenschluss von Burgkost und Wilmsberg von Schiedsrichter Philipp Hagemann. Der hatte hier alle Hände voll zu tun und wurde dabei gut unterstützt von Jonathan Plotzka und Nils Peter. Und damit rein ins Spielgeschehen. Die erste Torannäherung erfolgte bereits in Minute 3 für die grün und schwarz gekleideten Gäste aus Burgos. Marc von Bredig und am Ende Alexander Hesener mit einem ersten Schuss aus spitzen Winkel. SVB-Keeper Alexander Moll wehrte mit einer Hand ab. 3 Minuten später dann auch die Gastgeber mit einer ersten guten Offensivaktion. Hans Dimitri Nguyen mit dem Ball in die Spitze und dann blockt Jan Markford im letzten Moment den Schussversuch von Dennis Behn. Sonst wäre es wohl erstmals ungemütlich geworden für Torspieler Frederik Teufel. Minute 8. Jetzt waren wieder die Gäste an der Reihe. Hesener, Teupe und dann Marvin Bingold. Und der zwingt hier SVB-Schnapper Moll direkt mal zu einer ersten Karade. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Am Ende fehlte es im Schussversuch von Bingold etwas an Durchschlagskraft. So konnte und musste Alexander Moll diesen Ball per Fluganlage einfach entschärfen. Die beste Torgelegenheit im Durchgang 1 ergab sich dann für die Gastgeber in Minute 18. Einwurf von der linken Seite durch Lars Kormann. Iniguini, dann wieder Kormann. Flanke in den Strafraum. Kopfball. Faria da Silva an die Latte. Hui, da blieb Borkos Schlussmann Teupen nur das Nachsehen. Hier kommt die Wiederholung. Guter Kopfball von Helio Ricardo Faria da Silva genau aufs lange Eck. Neben Teupen hätten auch Jan Markford und Gästekapitän Rafael Dorbe hier das Nachsehen gehabt. Ja, wenn die Latte nicht im Weg gestanden wäre. Erste dicke Chance also in Minute 18. Ein Minuten später ein Freistoß für Burg Steinfurt. Volkan Hatziri mit der Ausführung. Der Ball fliegt knapp 1 Meter über den Kasten von Teupel. Und in Minute 22 dann Freistoß auf der anderen Seite. Lars Brechtler mit der Hereingabe. Und im Zentrum verpassen Bingold und Teupe das Spielgerät. Nur denkbar knapp. Weiter geht's in Minute 32. Einwurf Walkers von der rechten Angriffsseite. Der Ball landet im Strafraum. Dann bekommt Bredig das Spielgerät. Der weiter zur Krümmel. Doch dessen Torabschluss am Ende vielleicht etwas überhastet. Und keine Gefahr für das von mir gelutete SVB-Tor. Trotzdem hatten wir hier eine unterhaltsame Partie in Burg Steinfurt bis dahin.
37. Minute, nochmal Einwurfblockers von rechts durch Raphael Dobbe. Der bekommt die Kugel gleich nochmal zurück. Flache Reingabe und dann ist es Paul Teupe, der hier in Rückenlage gerät und das Spiel gerät aus rund 7 Meter Torentfernung in die Wolken schoss. Da hilft auch der Fangzaun hinterm Tor nichts mehr. Der Ball landet auf dem anderen Platz. Kurz vor der Pause mal ein Beispiel dafür, dass wir hier ein richtig waschechtes Derby hatten. Und Schiedsrichter Philipp Hagemann gut zu tun. Die Protagonisten unten auf dem Platz, sie schenken sich nichts und halten dabei auch gerne mal verbal aus. Ist halt im Dörfer. Hagemann blieb stets souverän, löschte entstehende Brandherde schnell und leitete die Partie ansonsten unauffällig und fehlerfrei. Insgesamt zückte er 7-mal den gelben Karton, wobei eine dieser gelben Karten auch in Richtung der Buchstabentutter aussetzen konnte. So, kurz abklatschen, alles wieder gut und weiter ging's. Kurz vor dem Seitenwechsel gab es noch eine zeigenswerte Szene. Dobbe mal wieder beim Einwurf. Doch dieses Mal ist es Iniguini, der hier einen Konter einläutet. Iniguini sprintet einmal quer über den gesamten Platz. Dann spielt er auf Faria da Silva. Der weiter zu Hatsiri. Und seine Reingabe landet dann irgendwie wieder bei Faria da Silva. Der trifft die Kugel nicht richtig und dann Iniguini drüber. Am Ende hatte der Spieler, der den Konter eingeleitet hatte, die Führung auf den Fuß. So, Halbzeit. Werfen wir einen Blick auf die Statistik. Obwohl die Anzahl an guten Torgelegenheiten überschaubar war, hatten die rund 250 Zuschauer hier in Buchstein von ein hart umkämpftes und bis dato abwechslungsreiches Derby gesehen. Faria da Silva hatte für die Gastgeber die beste Chance des Spiels, als er Minute 18 die Latte traf. Der Ausgang dieser Begegnung war vollkommen offen und die Gäste zeigten in der Halbzeitpause schon mal, dass sie auch treffsicher agieren konnten. Und anstatt eines Tores fiel mal wieder eine meiner Torkameras. Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Rein in Durchgang 2 und der sollte es richtig in sich haben. Den Auftakt macht die Gastgeber in Minute 50. Jan Marktwort in der Defensive mit Problemen. Kommt man zur Stelle, dann übernimmt Dennis Behn und der hält einfach mal drauf. Frederik Tolpen taucht ab und entschärft den Schuss. Hier die Wiederholung. Da geht Tolpen auf Nummer sicher und wehrt die Kugel nach außen ab, anstatt einen Fangversuch zu wagen. Bei dem Wetter die wahrscheinlich beste Option. Minute wieder der SVB. Dieses Mal über links Kormann. Flache Hereingabe und dann klärt Tolpen per Fuß knapp vor dem lauernden Faria da Silva. Die Partie nahm schnell wieder Fahrt auf. Hier nochmal die Klärungsaktion von Frederik Tolpen im Gästetor. Keine 60 Sekunden später, Einwurf von der linken Seite für die Gastgeber. Kormann im Zusammenspiel mit Jason Petris. Flanke Kormann und dann Lars Bode mit der dicken Einschussmöglichkeit am zweiten Pfosten. Vertan! Er schiebt die Kugel neben anstatt ins Tor. Hier Wiederholung, da trifft Bode die Kugel nicht optimal und vergibt damit eine richtig gute Chance aufs 1:0. Sehr ärgerlich für die Gastgeber. Und in Minute 59 meldeten sich dann auch die Gäste in Halbzeit 2 zurück. Eckballas Brechler, hohe Hereingabe, rausgeköpft, Mirko Pölker verpasst nicht, aber der Marc Fort! Moll rettet in höchster Not. Was für ein Gewaltschuss von Jan Marc Fort. Krasses Teil. Hier die Wiederholung. Volles Risiko und Traumtor verdächtig. Aber Alexander Moll fliegt und entschärft diese Granate. Respekt, tolle Szene von beiden. Gab aber im Anschluss nochmal Eckball. Wieder Lars Brechler. Wieder hoch eingeschlagen. Und dann kommt der Bredig an den Ball. Der schaut kurz und bringt den Ball nochmal vors Tor. Ach, was sage ich? Der bringt den Ball ins Tor. 1:0 Borkhorst, weil die Hereingabe von Ricardo Manuel Bredig zum Torschuss wird und irgendwie einen Weg an Freund und Feind vorbei in den SVB-Kasten findet. Ein kurioses Tor, was so aber immer wieder mal kommt. Hier nochmal. Marvin Bingold läuft ein und irritiert dabei SVB-Keeper Moll entscheidend, sodass die Kugel durchrutscht. Übrigens kein Abseits von Bingold, wie wir hier in diesem Aufnahmewinkel sehen können. Der Treffer also regulär. Yeah.
Der SV Burg Steinfurt war um eine schnelle Antwort bemüht. Faria da Silva. Weiter zu Kormann. Und der hält aus halblinger Position einfach mal drauf. Aber das war dann doch zu wenig, um Frederik Teupen im Blockhorster Kasten zu gewinnen. 65. Minute der SVB, der musste jetzt was tun. Doch hier der Ball abgefangen. Dann Diagonalball von Bredek auf den linken Flügel. Brechler am Ball. Der hat Zeit, kann in Ruhe den Spielermarkt im Strafraum sondieren und findet mit seiner Flanke den Kopf von Bredek. Moll mit der nächsten Glanzparade. Da fehlte nicht viel zum zweiten Treffer der Burghorster. Hier nochmal der Kopfball von Bredek. Genau gegen die Laufrichtung von Moll, der aber reaktionsschnell zur Stelle ist und stark pariert. Damit hielt Alexander Moll sein Team weiterhin im Rennen. Ein 0:2 zu diesem Zeitpunkt wäre wahrscheinlich eine Vorentscheidung gewesen. Und die Gäste, die machten weiter Druck. Freistoß, Bredek in Minute 69. Und wer die Anmoderation gesehen hat, weiß, dass dieser Bredek gewaltige Freistöße schießen kann. Bredek läuft an, Schuss und an die Latte. Und zwar zum dritten Mal in diesem Spiel. Wieder so ein Hammerschuss von Ricardo Manuel Bredek. Aber auch hier wäre Moll wohl zur Stelle gewesen. Tolle Aktion von Burghorst-Spieler mit der Rückennummer 10. Da rumst es zweimal gewaltig, aber zum Glück für den SVB schlug der Ball nicht im eigenen Gehäuse ein. Noch 20 Minuten zu gehen, Eckball für die Gastgeber, Hartziri hoch vor Tor, Kopfball Tobias Kiewit und dann Iniguini mit dem Schussversuch abgeblockt von Friedrich Brumme. Es fehlte einfach ein wenig das Glück im Abschluss bei dem Lutsch-Teilfutter. Dann Spielerwechsel. Beim SVB brachte Christoph Klein-Resig in Minute 76 die heute gesundheitlich angeschlagene Tormaschine Alexander Hollermann ins Spiel. 19 Mal hatte Holly in dieser Saison schon eingenetzt und damit führte er die Torschützenliste der Liga klar und deutlich an. Und auf der anderen Seite ging wenig später mit Ricardo Manuel Bredek der Aktivposten auf Burghorster Seite. Und für ihn übernahm Torben Schliegmann für die verbleibenden 10 Minuten. Bredek mit einem starken Auftritt heute hatte sich das Lob seines Trainers absolut verdient in diesem Derby. Schlussphase. Burg Steinfurt rannte jetzt an, wollte zumindest den Ausgleich noch erzielen. Flanke von Faria da Silva aus dem Halbfeld und dann Kopfball Jens Hauptmeier rechts am Tor vorbei. Es sollte heute einfach nicht sein. Noch 5 Minuten. Kai Hintelmann auf Volkan Hanziri. Flanke in den Strafraum und da kommt der Hollermann frei zum Kopfball, aber auch er schaffte es nicht, die Kugel aufs Tor zu bringen. Es war zum Haare raufen vor dem Tor, wollte in Durchgang 2 beim SVB einfach nichts gelingen. Ganz anders sah das bei den Gästen aus. Einwurf Dobbe und dann ging es hier schnell, zu schnell für die Burg Steinfurter Hintermannschaft. Thesner verlängert in den Lauf von Schliegmann, der wiederum sieht den mitgelaufenen Wärmer und zack, schon stellen die Gäste hier auf 2:0. Gut gewechselt von Michael Strobe. Der eine Joker, Torben Schliegmann, bedient den anderen Joker, Alexander Wehrmann. Ich nehme es vorweg, die 2-Tore-Führung war die Entscheidung hier im Stadion Derby. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Weiter Einwurf, Dobbel, dann Hesner mit der Verlängerung und Schliegmann bzw. Wehrmann vollenden Muster gültig. So einfach kann Fußball nicht mehr sein. Toll herausgespielt, Alexander Moll im SVB-Kasten. Hagemann ließ 3 Minuten nachspielen, passierte aber nichts mehr. Der Burghorster FC führte im Derby also alle 3 Punkte aus dem Feuerbachstadion in Burg Steinfurt. Bredek und Wehrmann die Torschützen. Die Statistik bestätigt es. Es war ein hochinteressantes Steinfurter Derby mit Chancen auf beiden Seiten. Das 0:2 aus Sicht der Gastgeber hätte nicht unbedingt sein müssen, denn Torgelegenheiten waren ja auf beiden Seiten da. Verschaffen wir uns einen kurzen Überblick über die Liga-Ergebnisse des Spieltags. Spitzenreiter Albachten siegt souverän gegen Hörstel mit 6:2.
Reven bleibt mit einem 3-0-Erfolg gegen Arminia Eppenbüren ganz oben dran. Recke mit einem 0-1 Dämpfer daheim gegen Haunhaus. In der Tabelle hat das Ganze folgende Auswirkungen. Albachten weiterhin ganz oben mit nunmehr 35 Punkten, gefolgt von Greven mit 31 Punkten. Für Buchsteinfurt geht es einen runter auf Platz 3, für Borkos geht es einen Platz rauf auf die 4. Nur noch ein Punkt trennt die beiden Ortsgruppen. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch und falls noch nicht geschehen, gerne auch ein Abo auf dem Kanal da. Und auch die Jungs in der Heimspielredaktion dürft ihr selbstverständlich gerne mit einem Abo unterstützen, um jederzeit umfassend über die sportlichen Geschehnisse im Münsterland informiert zu sein. Und mit einer feiernden Schaft aus Borkos sind wir dann auch schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr euer Tim Wermeli. Das aktuelle Spiel der Woche, powered by Autohaus Budde, Servicepartner für Audi, Volkswagen und Volkswagen-Nutzfahrzeuge in Steinfurt. Ihr Team freundlicher Fachleute für innovative Elektromobilität, persönliche Beratung, individuelle Betreuung und höchste Servicequalität Autohaus Budde. Und von Arning Bauunternehmen aus Steinfurt, seit fast 9 Jahrzehnten Ihr zuverlässiger Partner für alle Arten von Bauprojekten. Gestalte deine Zukunft in der Arning Bauunternehmung und komm in unser Team. Arning, wir bauen leidenschaftlich gerne.